Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 33 von Astro in hier. So wie ihr seht, der Wagen hier vor uns, der ist leer, den habe ich schon abgeräumt. Ich habe da vorne eine Forschung reingeschmissen und da links läuft auch eine. Das habe ich gemacht, ein bisschen geguckt, wo das hier hin muss und werde jetzt dann schauen, dass wir da weiterkommen. Der Dean, der hatte mir noch was geschrieben, herzlich willkommen erstmal auf dem Kanal. Und der hatte mir ein paar Tipps gegeben und der sagte, ich sollte mal die Bohreranpassung zum Beispiel mal schauen, was wir da machen können. Nach dem Intro gucke ich dann mal da vorne oder wo das auch immer ist, wie das geht. Bis gleich. So, also wir gehen erstmal hier zur Plattform, weil da wollte ich sowieso reingucken, ob wir da irgendwas haben, was wir tun können oder nicht tun können. Umzugspacker, Entsperre und drucke einen Packer. Also ja, reden von über Wolfram. Nee, die Aufgaben, die sind jetzt hier gerade nicht da. Der denken sich, ich werde jetzt erstmal hier, nee, hier nicht, sondern da schauen. Hier müssten ja diese Anpassungen sein für den Dingens, sag schon. Für das Werkzeug. Boost-Modus, da haben wir es doch schon. Erhöht die Geschwindigkeit der Deformation, Aktivierung durch Anschluss an Geländewerkzeug. Was haben wir hier? Warte mal, das hier. Haben wir schon freigeschaltet. Gut, das kostet unsere breite Anpassung. Erweitert die Verformung der Geländewerkzeugs, aktiviert durch Anschluss an Geländewerkzeug. Ziehen irgendwie, okay. Schmale Anpassung, reduziert die Verformung des Geländewerkzeugs, Aktivierung durch Anschluss an Geländewerkzeug. Hämmer, Geländewerkzeugerweiterung, ermöglicht Sammeln von Ressourcen und verhindert gleichzeitig Geländeverformung, Aktivierung durch Anschluss an Geländewerkzeug. Das hört sich doch cool an, oder? Lass uns das mal machen. Und was haben wir hier noch? Richtige Geländeausrichtungsmodus. Richtige Geländeverformung an der Krümmung der Planeten aus. Aktivierung durch Anschluss an. Das ist cool, das wollte ich schon immer haben. Glaube ich. Aber wir haben jetzt 1593 Punkte. Wir gehen mal zurück und die breite Anpassung, die war, glaube ich, das nächste, was wir machen sollten. Ja, dann haben wir nur noch 595 Punkte, aber es läuft ja noch eine Forschung. So, jetzt haben wir zwei Anpassungen. Erstmal für unser Werkzeug. Und was muss ich jetzt tun? Achso, das Werkzeug aufrufen erstmal. Und nee, hier so. Nee, so nicht. So und so. Achso, die habe ich noch gar nicht, ne? Ich muss die erst basteln. Kriege ich die hier? Kleiner genaute Leuchtfeuer, Arbeitslicht. Kleine Batterie, Stromverlängerung, Boost-Anpassung, breite Anpassung, da ist sie. Was brauchen wir dafür? Eine Zinkblende. Ne, ein Zink, keine Blende. Was ist das hier? Aluminium. Da ist Zink. Das dahin. Und dann machen wir die breite Anpassung fertig. Hohe Anpassungsstufe an Werkzeug umschalten. Erhöht die Bohrstärke, um härtere Geländeroberflächen zu bewältigen. Aktivierung durch. Muss man das alles umschalten oder was? Erde, natürliche Ressource. Wenn ich das jetzt hier hinpacke, ist das. Ach, das ist auch so ein Werkzeug wahrscheinlich, ne? Breite Anpassung kommt jetzt dahin. Jetzt haben wir die auch da dran. Kann ich noch was machen? Ich denke nur die Bohranpassungsstufe 1. Und das ist das hier, Boost-Anpassung. Erhöht Geschwindigkeit der von Anschluss an Geländewerkzeug. Was hat man denn noch? Ein Hämmer hatten wir noch. Was braucht der Hämmer? Der braucht auch Zink. Kann man nochmal Zink? Was ist hier hinter noch? Zinkblende, Aluminium. Zinkblende müssen wir dann da reinschmeißen, ne? Aluminium, Zink, da ist Zink. Kommt hier hin und können wir dann hier bauen. Den Hämmer. So, jetzt haben wir den Hämmer auch. Ermöglicht Sammeln von Ressourcen und findet gleichzeitig Geländeverformung. Aktivierung durch Anschluss an Geländewerkzeug. Warte mal, das heißt, ich habe hier die breite Anpassung. Hier eine Bohranstufe 1. Also das machen wir erstmal weg und das mache ich da jetzt dran. Richtig? Jetzt muss ich mal gucken, da vorne
Wo kann ich denn hier was abbauen? Da vorne kann ich was abbauen, das weiß ich. Das war ja unser erstes Ding hier, ne, oder? So, eine Lampe ausgefallen, schade, ne? Aha, das funktioniert jetzt genauso, wie ich das haben will. Ohne dass ich eine Geländerverformung habe, kann ich hier was abbauen. Sehr gut. Das gefällt mir schon mal. Aber das ist dann nur oberflächlich, ne? Oder wie sehe ich das? Aber ist nicht schlimm. Gut. So mache ich nichts krumm und schief wahrscheinlich, ne? Das ist schon mal was. Okay, das bedeutet. Ja, pack das mal da hin. Dean, danke für den Tipp, den du mir da gegeben hast mit den Bohreranschlüssen. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur gucken, wie es weitergeht. Ja. Er hat mir ganz viel geschrieben, ne? Auf jeden Fall sind es coole Videos. Danke dafür, dass du das Lob raussprichst. Wir haben die Bohreranpassung gemacht. Das waren noch mehr Sachen, die er geschrieben hat. Hier oben kann ich durch die Gegend fahren und wenn ich Glück habe, finde ich was. Und was ich auf jeden Fall tun sollte, ganz viel Schrott sammeln. Der Schrott wird noch ganz wichtig. Ja, das können wir dann immer wieder machen, klar. Aber jetzt gerade würde ich sagen, ach, ich wollte runter und wollte jetzt eigentlich tiefer in der Erdschichten da rein, ne? Was ist das hier? Ein Sauerstofffilter, den nehmen wir mit. Vielleicht brauchen wir den. Und jetzt hier, ne, das haben wir alles weg. Hier wird nichts produziert mehr. Ich höre jetzt, da hinten die Forschung läuft aber noch. Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt hier mal ins Fahrzeug ein, ne? Und dann gucken wir mal zu, dass wir da wieder hinkommen, wo wir waren, oder? Da war ganz schön tief gebohrt. So, und das war da oben rein, oder? Na, da war jetzt nicht so doll gefahren, ne? Kommen wir da hin? Ich glaube schon, oder? War das hier unser Weg? Ich glaube ja, oder? Irgendwo hatten wir uns einen Weg gebaut, ne? Aber nicht hier, oder doch? Okay, es muss wohl hier gewesen sein. So, dann fahren wir mal ins Kämmerchen. Okay, und ab in die Höhle. Ach so, was uns fehlt, was wir auch gerade sehen, ist Energie. Und wir haben keine Biomasse, das ist schlecht gerade. Ich glaube, wir steigen mal ganz schnell aus und gehen mal ganz kurz zu Fuß zurück und schauen, dass wir noch Biomasse kriegen, damit wir unseren Energievorrat hier auf jeden Fall haben, ne? Für unser Auto. Weiterfahren wollte ich jetzt auch nicht mit dem Ding, weil der wäre sofort aller gewesen, ne? Haben wir Glück gehabt noch. Dass das nicht schief gegangen ist, oder? Na, kriegen wir noch ein bisschen Masse hierher irgendwo? Muss ich wohl hier lang gehen. Wieso habe ich den jetzt verloren? Habe ich so viel da drin? Ne? Wieso habe ich denn so viel Gemisch? Ach, das habe ich eben abgebaut, ne? Okay. Ja. Lass das Gemisch mal hier irgendwo. Okay, der ringt schon nach Luft, ne? Ist klar. War jetzt auch nie die beste Idee, das so zu machen, wahrscheinlich. Schnell mal hier rüber und Sauerstoff geholt. Super. So, da ist jetzt unser grünes Zeug, was wir brauchen, um wieder Sprit ins Fahrzeug zu kriegen. So, dann mal schnell hin. Da war hier unser Dingens, sag schon. Unser Gemisch, was da auf der Erde lag. Aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Jetzt ist wichtig, dass wir hier vorne ans Fahrzeug
Biomasse kriegen. Nee, das war falsch gelaufen. Und den zweiten aus dem Rucksack, den tun wir da auch noch dran. So. Weg damit. F und V. Und voll und wir fahren weiter. Ups. Ah, das mit dem Fahren ist jetzt nicht so unser Ding, ne? Oh oh. Ja, das sieht jetzt gerade nicht so gut aus, ne? Umdrehen. Ja, umdrehen ist noch mal gut, ne? Erneut umdrehen. Wo muss ich jetzt lang? Ich glaube da. Gut. Ich glaube, wir fahren nach unten, ne? Biomasse sparen. Ah, ja, könnte sein, dass wir hier richtig sind. Ach, der Dean hat auch noch geschrieben, dass ich die grünen Pflanzen auf jeden Fall immer alle sofort kaputt machen soll, weil die gefährlich sind, ne? Oh. Hier ist jetzt so ein Knöppel und geht hier nicht weiter, oder was? Ah, doch, da unten geht's lang. Okay, ich dachte schon. Das sah komisch aus, da habe ich schon gedacht, ich wäre jetzt hier falsch, aber es ist ja doch noch alles gut, ne? Ne, ich glaube, ich muss hier abbiegen. Ich glaube, wir waren hier, ja. Ja, es könnte sein, dass wir hier lang gefahren sind. Hier muss man den Kreis rumfahren und dann da rechts. Und jetzt haben wir ein Problem wahrscheinlich. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Ah, an der unmöglichen Stelle runtergefallen, ne? Krass, oder? Okay, freigefahren, sehr gut. Jetzt nicht wieder da reinfallen, ne? Oh. So, jetzt ist die Frage, da lang oder da lang? Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, ich will mal geradeaus. War das hier? Oh, hier sieht es nicht so aus, dass ich hier lang gefahren bin, oder? Oder sind wir auch hier rumgefahren? Nee, es sieht irgendwie anders aus hier.
Mal hier hochgefahren, könnte wohl sein. Okay. Super Fahrt jetzt hier runter. Noch passt es. Noch sind wir hier, glaube ich, richtig. Ich glaube, das war schon die längere Strecke, die wir hier gefahren sind. Und hier geht's runter, ne? Ja. Ja, da muss ich mal rechts rum. Oh. Sehr gut. Ja, ich glaube, jetzt sind wir schon ziemlich weit unten, ne? Ist das schon... wo geht's da lang? Sind wir da runtergefahren? Steig mal ab und geh mal zu Fußkraut gucken. Ich glaube, hier haben wir nur von Hand gearbeitet, ne? Hier sind wir nicht drunter gefahren, oder? Mit dem Auto auf jeden Fall nicht, glaube ich. Lass uns mal schauen, wie weit das hier geht. Und ja, das war das, genau. Hier ist unser Ergebnis. Sollten wir das jetzt hier weiter ausbauen, denke ich, oder? Dass wir mit dem Trecker hier runterpassen. Natürlich schwierig, ne? Werkzeug raus. Er hat sich umgestellt und erstmal so. Ach so, dann macht er jetzt mit dem Hämmer macht er keine Verformung. Da brauchen wir jetzt aber Verformung, ne? Das heißt, der war der Hämmer, der muss da raus. Und das ist hier die Boost-Anpassung, die höhere Geschwindigkeit macht, ne? Oder? Ach, da drüben ist auch noch ein Steckplatz, okay. So, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Ja, das passt schon mal. Jetzt kommen wir auch mit dem Auto dahin, ne? So, andere Richtung. Okay. Der ist hier ein bisschen doof runtergefallen, aber geht noch? Ja, geht noch. Ich hätte es gern ein bisschen mehr gerade, aber es geht wohl nicht so. Kommen wir hier so rum? Auf jeden Fall müssen wir hier gucken, dass wir hier nicht runterfallen. Das ist jetzt eine doofe Ecke geworden hier. Die müssen wir neu bearbeiten. Gut, das passt erstmal wieder. Geländerwerkzeug raus. Ich glaube, so geht's, oder? Gucken wir erstmal weiter gerade. Ja, ich denke, hier können wir so runterfahren. Dann sind wir hier, kommen da an. So, und dann sind wir da um die Ecke rum weitergegangen, ne?
Shit, eben war er noch gerade. Jetzt ist er noch gerade. Da wollte ich so ziehen. Hier müssen wir drehen. Und hier haben wir so ganz viele Pilze und sowas, ne? Hier ging es dann weiter. Und da waren wir aber noch nicht weiter, weil... Also ich glaube, bis hierhin sind wir noch gefahren, ne? Oder? Und dann haben wir noch geguckt, ob hier Gemisch war. Aber wir müssen Pinder setzen, ne? Okay, sind wir doch noch ganz schön weit losgelaufen, ne? Okay. Machen wir bis hierhin sogar. Okay. Und dann müssen wir gucken, dass wir tiefer irgendwo noch kommen, oder? Was ist das hier für ein Ding? Kann mit Sprengstoff zerlegt oder so zu Schrott recycelt werden, aber ich habe keinen Sprengstoff zurzeit. Okay, das hat der Dean auch geschrieben, dass ich das machen kann, ne? So, jetzt müssen wir hier aber mal gucken, dass wir hier weiter zurück erstmal wieder kommen. Durch diese schicke Höhle. Unser Auto müssen wir dann auch noch holen. Aber ich denke, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich werde hier ausbauen, dass wir da schön hinfahren können bis da hinten auf jeden Fall. Und dann weiter gucken. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.